Heute zeige ich dir in diesem Podcast, wie du eben mit deinen größten Schwächen, mit deinen größten Fehlern zum Experten wirst. Ja genau, du wirst Experten mit deinen größten Lasten, welches du seit deiner Kindheit mit dir trägst. Und wie das geht, werde ich dir heute zeigen. Hi, mein Name ist Alex Hurschler. Ich bin Profiler und Trainer für Unternehmen, für Führungskräfte, aber auch für private Menschen. Stehst du irgendwo an, hast das Gefühl, du kannst nicht dein volles Potenzial einsetzen, hast du ein Team bekommen und weißt nicht, wie du es handeln musst? Bist du irgendwo an Menschen geraten und kannst dich nicht gerade eruieren, wo du hingehen solltest? Wie kann ich endlich mit deiner Entscheidung umgehen? Wie kann ich mit Menschen reden, die eben, dass sie mich hören können, dass sie mich fühlen können, dass sie mich endlich verstehen? Das sind doch viele Fragen. Wie mache ich das? Ich gebe dir hier Rat und Tipps, wie du eben dein volles Potenzial in dein Leben bringst, in dein Unternehmen bringst, in dein Umfeld bringst, damit du das mit deinem Umfeld, mit deinem liebsten Menschen teilen kannst und du Erfolg feiern kannst. Du bist es dir endlich wert, dir 100% zu geben, dass du auch dein volles Potenzial leben kannst. Und wie du das machst, wirst du hier hören. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlichen Dank, dass ich diesen Podcast mit dir gestalten darf. Und wenn du neu meinen Podcast hörst, herzlich willkommen. Und wenn du schon lange dabei bist und schon ein kleiner Fan bist, dann wunderschön, dass du wieder dabei bist heute, wo ich dir näher bringe, wie du eben dank deinen größten Fehlern ein Experten werden kannst. Ich möchte dir mal Geschichten jetzt erzählen von mir persönlich, wie ich das für mich mache, wie ich das eben geschafft habe, mein volles Potenzial in meinen Alltag zu bringen, dank meinen größten Fehlern. Wusstest du, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass sie ein volles Vertrauen in dich haben, in dein Umfeld, hundertprozentiges Vertrauen? Das konnte ich mir früher nie vorstellen. Doch, als meine kleine Tochter zur Welt kam, durfte ich sie gleich in die Arme nehmen, sobald sie da war. Danach sind wir zu einem Tisch geeilt, wo sie ein bisschen Sauerstoff bekommen hatte und man sie gemessen hat und noch ganz viel mehr. Und danach nahm ich sie wieder in die Arme. Sie schaute mich an, ihre Augen blinzelten und lachten und mich überkam ein Kribbeln im ganzen Körper. Und ich wusste, das ist pure Liebe, das ist pures Vertrauen von so einem kleinen Mensch. Dieser Mensch hat sich nie Gedanken in diesem Moment gemacht, ob ich sie jetzt fallen lassen kann, ob ich sie überhaupt halten kann, dass ich sie auch umhertragen kann und sie ein bisschen am Bauch kitzle oder die Ärmchen, die Händchen halten darf. Das hat sie nicht. Nicht einmal überlegt. Aber diese Augen, die waren sehr prägend für mich und ich wusste in diesem Moment, wow, dieser kleine Mensch schenkt mir soeben ihr größtes Vertrauen, was sie hat. Und das ist hundertprozentiges Vertrauen. Wir Menschen, also auch ich, hatte das Gefühl auch. Ich konnte mich danach zurückerinnern, weil für mich ist immer wieder wichtig, zu sehen, wie wir lernen, also ich kann nur von mir reden und das ist mit Schauen und Beobachten. Und seit ich auch gelernt habe, dass wir Spiegelneuronen haben, die eben dein Umfeld permanent in dir reinspiegelt und dich prägt und zeigt. Du kannst auch mal schauen, viele Menschen, die lange miteinander zusammen sind, die nehmen langsam die gleichen Züge im Gesicht an, sie haben die gleichen Hobbys, die ziehen sich zum Teil auch gleich an, haben mittlerweile vielleicht auch die gleiche Haarfarbe oder tun immer auch das Gleiche. Schau mal in deinem Freundeskreis, wie die sind. Man gleicht sich mit der Zeit an. Das sind die Spiegelneuronen. Und das ist auch zum Schauen und Beobachten, so können wir lernen. Und das ist ein ganz prägender Moment, wo eben auch die Kinder mit sich bringen, damit sie größer werden, damit sie wachsen können. Und das beginnt schon im kleinsten Kleinalter, wo sie noch 100% des Vertrauen haben. Und bei meiner Tochter ging das Woche, das hundertprozentige Vertrauen. Nein, es ging sogar Monate.
nein, es ging noch mehr, es ging Jahre, wo sie glücklich war, zufrieden war und die ganze Welt und das Umfeld für sie in hundertprozentigem Einklang war. Sie war spannend, sie konnte ganz viel Neues dazulernen und die Kinder lernen in diesem Moment sehr schnell und sehr rasch. Das ist wunderbar. Und dann kommt ein Tag, wo wir irgendwas erleben dürfen, wo eben nicht so ist, wie man es gerne hätte von deinem Umfeld. Und da beginnt ein Bruch, ein Cut, ein Schnitt, ein prägender Moment, wo du denkst, oh je, jetzt muss ich dem Fall was falsch gemacht haben. Oh je, das ist dem Fall jetzt mein größter Fehler, den ich jetzt begeben habe. Wie komme ich jetzt da raus? Jetzt muss ich irgendwas machen, dass ich auch meinem Umfeld wieder passend bin, damit ich eben in die Komfortzone reinpasse. Und da kommt der erste Bruch. Wir werden jetzt etwas tun, was wir eigentlich nicht tun möchten, aber wir möchten doch wieder das hundertprozentige Vertrauen von deinem Umfeld, von deinem Menschen und wir tun da Dinge, die wir eben tun. Und zu größter Wahrscheinlichkeit haben wir jetzt diesen Mechanismus, den wir jetzt anreißen, nicht gelernt. Wir sind da auch noch in einem kleinsten Kleinalter, vielleicht 3-4 Jahre alt. Wir haben noch kein Studium gemacht und schon gar nicht ein Psychologiestudium. Wir sind keine Ärzte, wir sind auch keine Handwerker. Nein, wir haben noch nichts. Wir hatten ja noch nicht einmal die Schule besucht, ganz geschweige von dem Kindergarten. Aber wir haben da was herangezüchtet. Und das ist eben die Cleverness des Menschen. Er macht das automatisch. Er wird hier zum cleversten Bürschchen und kann sich durch irgendeine Art anpassen. Aber das Unterbewusstsein weiß, dass das eben nicht passt. Und das sind jetzt unsere größten Fehler, die wir begehen. Ich habe viele Fehler in meinem Leben gemacht. Ich als Alex Hurschler Profiler habe sehr viele Fehler gemacht. Mir wurde in der Schule gesagt, dass ich die größten Lernschwäche habe, die es jemals gegeben hatte. Dazu kam noch, dass ich hyperaktiv bin und obendrein noch, dass ich mich überhaupt nicht konzentrieren konnte, wurde mir gesagt. Ich wusste einfach, ich kann verstorbene Menschen sehen und sehe Energien von lebenden Menschen und kann die sehr genau zuordnen. Das wusste ich. Der Rest wurde mir gesagt. Mit diesem Rucksack habe ich dann viele Male die Schule gewechselt, weil ich nie konform war. Ich konnte mich nicht anscheinend eingliedern und man wollte mich in die Komfortmaschinerie hineindrücken, aber ich habe das irgendwie nicht gewollt und habe mich hier gewehrt. Das sind meine größten Hürden. Ganz abgeschweige, dass ich noch viele, viele andere hatte, waren das so meine Schulschwierigkeiten, die ich mitgebe. Und ich denke, das ist ein schlechter Start, in die Schule zu gehen oder auch danach auch noch was zu lernen. Aber nichtsdestotrotz, mit diesem großen Rucksack habe ich mich dann fortgekämpft und ich wurde Polizist. Ich wurde nicht ein Polizist, nein, ich wurde Militärpolizist. Und das war mich noch zu wenig und mit der Zeit durfte ich die Zunahmeprüfung machen von einer Eliteeinheit im Militär und habe die mit Bravour bestanden. Das war mir auch noch zu wenig. Ich hatte es sogar noch bis zum Instruktor im Personenschutz und Intervention geschafft, wo ich ganz viele Menschen anleiten durfte. Und ich war viele, viele Monate im Ausland, wo wir eben jeden Schweiz, wo ich im Krisengebiet war, sofort evakuieren konnte und nach Hause bringen durfte. Ich habe mit ganz vielen anderen Einheiten zusammen trainiert auf der ganzen Welt und wurde so zu einem Spezialisten. Sie nannten es Spezialist im Bereich Sicherheit. Heute nennt man es Experte oder auch jetzt habe ich den Anschluss verpasst, Entschuldigung, vor lauter Expertenworte. Mir sind eigentlich solche Sachen gar nicht wichtig, Titel auch nicht, aber ich möchte ihn gerne aufzeichnen. Mit meinen größten Schwächen habe ich es zum Experten geschafft. Wie habe ich denn das nun gemacht? Und das kannst du auch. Wenn du siehst, dass ich mit diesen großen Schwächen das geschafft habe, wirst du das im Nu schaffen. Aber das Wichtigste ist eben, dass wir uns zurück mögen erinnern, wo wir auf die Welt gekommen sind, im sinnbildlichen Sinn, auf das Vertrauen. Wir
sind Menschen. Das bedeutet, nicht nur meine Tochter hatte das absolute Vertrauen. Nein, das hatten wir alle. Und das, wo, als mir das bewusst wurde, wusste ich, wow, Alex, ich kann alles schaffen. Du kannst alles erreichen, indem, dass wir mal uns zurückerinnern, wo hatte ich denn meinen ersten Cut? Und da mal hineinfühlen. Und dann ein bisschen noch zurück, wo man merkt, wow, das absolute Vertrauen ist ein wunderschönes Gefühl. Und das kannst du auch unter einer Bettdecke, wenn du dich schön einkuschelst oder in einer Sauna oder eben im Wasser zurückholst, wo du merkst, bist du richtig eingemummelt, da geht's los. Da hast du kein Handy, da hast du keine Verpflichtungen, du musst keine Entscheidungen fällen. Nein, du bist einfach im Moment bei dir. Und da fühl mal rein. Diesen Moment hineinfühlen und sagen, wow, das ist doch wunderbar, dieses wunderbare Gefühl hervorzuholen. Und dann gehen wir in den Cut. Und im Cut müssen wir mal schauen, was haben, also ich mache es immer so, du musst ja gar nichts, Entschuldigung, dass ich dieses Wort gewählt habe, aber ich habe es dann mal so gemacht, dass ich mich hineingefühlt habe, wo mal mein erster Cut, das war, vor ich in die Schule gegangen, in den Kindergarten, da hat man mir viele Sachen auch zugetragen und da merkte ich, ich habe da Sachen gemacht, die ich gar nicht wollte. Ich durfte mein Potenzial gar nicht leben. Und das ist Menschen lesen. Ich hatte das danach versteckt und wollte gar nichts mehr davon wissen. Und ich wurde Experte in Sachen vertuschen und im Zurechtrücken, dass ich das eben nicht getan habe. Da wurde ich Experte. Ich wurde Experte, indem man, dass man immer lächelt und sagt, ja, es geht gut, auch wenn man gar nichts verstanden hat oder wenn man auch geistig im Zustand sich so hoch konzentrieren kann und gar nicht mehr richtig anwesend ist. Da wurde ich zum Experten. Kurz wegtauchen in mein Gefühl und wieder da sein. Als mir das bewusst wurde, dass ich doch Menschen lesen kann und das auch tun darf, das war wie ein Erlösung. Ich hatte über 20 Jahre damit verbracht, immer wieder zu sagen, nein, ich kann keine Menschen lesen, ach, das möchte ich jetzt nicht und habe das immer wieder weggeschoben. Ich habe es wieder weggeschoben und wieder weggeschoben. Was schiebst du weg? Was versteckst du? Wenn du verstanden hast, warum du das tust, kannst du nach dich akzeptieren. Du kannst dich anschauen und sagen, mal, das bin ich, ich stehe ab jetzt zu mir, ich gebe mir hundertprozentiges Vertrauen wie das Kleinkind und beginne jetzt mein Leben zu leben. Das tue ich seit Jahren und ich kann dir nur sagen, es ist was Wunderschönes. Du kannst wirklich jetzt, ich kann hundertprozentig jetzt mich in meinen Mensch hineinfühlen, weil ich einfach das tue. Gestern durfte ich auch wieder ein spannendes Profiling machen, wo sich ein 19-jähriger Mensch umgebracht hatte. Ja, Menschen tun das. Er hat es jetzt nicht auf eine schöne Art getan für die Hinterbliebene, denn er hat den schnellsten Weg für sich gewählt und das war der Zug. Er hat sich auf ein Bahngleis gelegt und gewartet, bis der Zug kam. Damit er dieses Vertrauen hatte, dort liegen zu bleiben, hat er das mit Drogen gemacht, dass er im letzten Moment nicht wegspringt und hat das so gemacht. Ich kann das niemandem empfehlen, denn es war für ihn einer der größten Fehler, die er eben getan hat und er wollte danach auch wieder zurückkommen, aber leider geht das nicht mehr. Als er sah, was er da den Menschen, den Hinterbliebenen, welchen Schmerz er dagelassen hat, wurde es ihm sehr traurig. Diese Gefühle waren sehr mitreißend gestern und auch dies danach mitzugeben an die Mutter war nicht immer so einfach. Ich hatte schon tausende Mütter vor mir, wo sich Kinder umgebracht haben. Das kann ich niemandem empfehlen, dass man das tut. Es ist was ganz Schreckliches und vor allem nur für die Hinterbliebenen. Diese Kraft wieder zu finden, weiterzukommen, weil es ist für den Verstand nicht logisch, nicht nachvollziehbar. Also schauen wir, dass wir unser hundertprozentiges Vertrauen finden und das eben zum Expertentum geben können.
In meinem letzten Workshop durfte ich meine Schüler genau das beibringen. Genau diesen Moment stufenweise sehr tief sind wir gegangen, wo ich ihnen genau Schritt für Schritt erklärt habe, hey, guck mal, hier sind deine größten Fehler, schauen wir doch die mal an. Ich habe sie zu ihren größten Schmerzen gebracht und danach die größte Potenzial herausgekommen, will nun mal in deinen größten Fehler ist dein Potenzial. Die ist da versteckt, weil wir das eben nicht tun dürfen. Wir hatten damals gemacht, was nicht so komfort war. Und das hinauszubringen und eben darauf verstehen, das ist was Wunderbares. Und ich möchte dir heute auch Vertrauen geben und dir mal aufzeigen, was mein Fehler war. Ich hatte viele, viele, viele Fehler, die man mir einfach so aufgetragen haben. Und ich wurde mit diesen Sachen ein Experte im Menschenlesen. Ich bin Profiler für Menschen, die hier sind, wo ich sie eben unterstützen kann. Und mir ist da egal, welche Stufen dieser Mensch hat. Ob er ein ganz einfacher Handwerker war, wie ich es gelernt hatte, oder ein sehr intelligenter Mensch, der eben viel studiert hat, ob er auch Professor war oder an einer Universität ist oder eben ein CEO ist oder in einem Verwaltungsrat mit vielen Verantwortung auf hunderte von Menschen. Das ist mir egal, welche Stufe er hat. Es sind Menschen. Und diesen Menschen möchte ich unterstützen, dir mal zeigen, hey, schau mal, wir haben alle Fehler. Dieser Cut hatten wir alle erlebt. Übrigens, wenn du auch noch weiter gehst, wirst du merken, was machen wir Menschen? Wir suchen nach diesem Cut. Wir kommen mit hundertprozentigem Vertrauen auf die Welt, dass wir eben danach auch Schmerz ertragen dürfen. Das hört sich so schizophren an und ist auch. Aber was passiert da, wenn wir einen Schmerz bekommen haben? Danach suchen wir dann wieder nach Liebe. Wir Menschen machen das tagtäglich. Wir lieben, wir zerstören, wir bauen da wieder auf. Und dann wird wieder geliebt. Und dann zerstören wir wieder. Und dann bauen wir wieder auf, bis wir nicht mehr können, bis wir unsere ganze Kraft ausgegeben haben. Und wieso machen wir das? Ich habe mich das mal gefragt. Frag dich doch mal, wieso wir das tun. Und wenn du denkst, nee, das passiert jetzt nicht, geh mal in deine Vergangenheit zurück und schau mal, wo wurdest du so richtig geliebt? Gab es denn da auch zwischendurch auch mal Momente, wo du eben nicht mehr geliebt wurdest? Gibt es das wirklich? Okay. Und dann, wie hast du den Weg zur Liebe wieder gefunden? Du bist zwar verletzt, aber hast dann wieder versucht und aufgebaut. Ich kenne aber auch Menschen, die dann aufgehört haben zu lieben und gesagt, ich vertraue niemandem mehr. Aber das stimmt so auch nicht, weil du liebst dich hundertprozentig. Und das Wichtigste ist, dass wir uns, auch wenn wir anderen Menschen nicht mehr das Vertrauen schenken möchten, das Vertrauen in uns immer wieder geben und sagen, Moll, ich bin mir wichtig, dieses Vertrauen baue ich zu hundertprozentig auf, damit ich mich selbst lieben kann. Wenn wir das Gefühl haben, wir möchten andere Menschen nicht an unserem Leben teilhaben, ja, dann machen wir es einfach auf uns. Wir sind ja auch ein Mensch, der wird sonst ja vergessen. Dann halte den Fokus auf dich. Übrigens, das kann ich nur empfehlen, zuerst bitte auf uns schauen, dass wir fit sind und dann weitergeben. Ich sage viel meinen Leuten im High Intuitive Coaching, hey, was bringt eine kranke Mutter einem Kind? Ja, wenn die Mutter am Boden ist und todkrank ist und das Kind daneben steht, das bringt dem Kind nichts. Das Kind kann nicht selber kochen, es kann nicht selber rausgehen. Es wird relativ schnell gehen, da liegen dann zwei Menschen am Boden und sind todkrank. Das wollen wir doch nicht. Mit diesen Beispielen kannst du das mal dich antriggern, dass du weiterkommst. Aber was bringt denn ein hundertprozentiges Mama, wo fit ist und begeistert ist an einem Kind? Das bringt Entertainment, das bringt Action. Da geht es los. Das Kind liebt das und sagt, Mann, ich habe die beste Mama, die es auf der Welt gibt. Da können wir rocken. Genau. Und mit sinnbildlich können wir das auch auf unsere Batterie anschauen. Dank Tesla ist ja das Bild von einer Batterie wieder so prägnant. Die ersten 80% gehen relativ schnell zu laden. 100% müssen wir nicht. Aber wir müssen immer schauen, dass wir die 80% voll haben. Und das machen wir. Wie machen wir das? Wie gewinnen wir Energy? Durch Essen, durch Nahrung. Ja, was ist denn das? Das ist ein Lebenselixier, das wir brauchen. Schlaf und Erholung gehört übrigens auch dazu. Und dann, was ist noch viel wichtiger? Ein gutes Umfeld. Ein Umfeld, das dich liebt. Ein Umfeld, das dich weiterbringt. Und wenn du da noch ein Vertrauen hast in dich selbst, dann gehst du ab wie eine Rakete.
Das ist wichtig. So kannst du deine 80% permanent aufholen. Und du wirst dann kurz im New merken, dass du eben da sehr viel Menschen inspirieren kannst. Du kannst Menschen begeistern. Du merkst langsam in meiner Kommunikation, ich habe langsam komme in Fahrt und ich finde das fantastisch, auch den Menschen weiterzugeben, wie du dich selbst schlussendlich auch motivieren kannst. Motivation ist immer mit Movement verbunden, das heißt eine Aktion. Das ist aber auch nur eine äußerliche Aktivierung. Viele, das ist auch gut, aber für mich ist es wichtig, dass mein innerlicher Antrieb, diese Flamme müssen wir haben, da müssen wir los und da ist eben das Vertrauen so etwas Prägnantes, Wichtiges, dass das Antrieb geht, ich gebe mir 100%ig Vertrauen, dass ich eben wieder in mein Gefühl komme, der absoluten Liebe, dieses Gefühl, wo ich mich selbst finde, wo ich mich holen kann. Und wenn ich das vergessen habe, dann springe ich immer ins Wasser. Gehe unter, also ich tauche runter und bin einfach im Moment da, 1-2 Minuten und dann komme ich wieder hoch. In diesem Moment kann ich es einfach 100%ig genießen. Ich kann alle Muskeln loslassen und sagen, wow, das ist ein wunderschöner Moment, den ich so absolut genießen kann. Und das erinnere mich immer wieder, wenn ich meine Tochter in einem Arm gehalten hatte, wo sie mich anschaut und sagt, nichts. Die Augen sprechen für sich und das ist eine Energie, eine Wärme, die du wirklich merkst. Und das ist fantastisch. Dieses Urvertrauen wieder zu gewinnen, das war der Schlüssel für meinen Antrieb, für mein Expertentum. Und da wusste ich, Alex, du kannst alles erreichen. Du kannst wirklich das machen, was du willst. Das spielt keine Rolle, auch wenn dir Menschen sagen, du kannst nicht lernen, du kannst nicht dich konzentrieren, du bist immer agil und kannst nicht sitzen bleiben. Das stimmt gar nicht. Ich kann das ganz viel. Und übrigens, heute gehe ich nach Deutschland und werde mich weiterbilden. Und du hörst diesen Podcast, da bin ich dann wahrscheinlich schon, das ist ja den Montag, wo du den hörst, da bin ich dann langsam auf der Heimfahrt. Also heute ist Freitag, gehe ich los, ich gehe zu Tobias Beck in die Public Speaking Universität, wo ich mich triggern lasse, ich lasse mich da schleifen, ich lasse mich da ausbilden, bin wieder Schüler, ich werde da sitzen in einer Reihe, wo andere Schüler sind und werde einem Speaker, einem Lehrer zuhören, was er mir sagt. Und danach werde ich viele spezielle Übungen machen. Ich weiß, ich werde wahrscheinlich nicht alle so toll finden, aber spielt absolut keine Rolle. Ich mache es für mich, für mein 100%iges Vertrauen, dass ich eben schlussendlich auch auf der Bühne für mich gut reden kann, damit ich das mal endlich lerne, wie man das tut. Ich mache das schon seit Jahren, habe viel beobachtet gemacht, habe geschaut, wie es andere tun. Ich habe auf mein Herz gehört und einfach umgesetzt. Ich bin ein Produkt der Umsetzung, der sofort tut. Und jetzt, nach 5-6 Jahren der Tätigkeit, nein, ich habe gestartet 2012, jetzt ist es fast 2019, seit diesem, jetzt lerne ich es mal richtig. Im Militär habe ich schon einiges gelernt, aber das war so hinstehen und mir Befehlston. Diese Sachen werde ich natürlich auch einbinden, aber jetzt lerne ich es, wie ich Menschen animiere, wie ich eben das da oben anscheinend richtig mache und da freue ich mich drauf. Mit 100%igem Einsatz werde ich das tun und ich bin dankbar, dass ich das hier in Deutschland bei Tobias Beck machen darf. Wann hast du das letzten Mal vertraut in dich, dass du eben eine Weiterbildung machen kannst? Ich finde das spannend. Damit ich eben auch hier zu einem Experten werden kann, wie ich denn das umsetze. Aber da werden doch noch einige Jahre verstreichen, damit ich mich dann auch in diesem Bereich so nennen darf. Möchte ich denn das? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte einfach meine Arbeit lieben. Ich finde das fantastisch, was ich da tun darf. Und ich möchte dir hier so mit meiner Kommunikation Mut geben, dein Vertrauen zu finden. Versuch's mal. Lass dich durch diesen Podcast inspirieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald. Dein Alex Burg. Vielen, vielen Dank für dein Zuhören. Ich hoffe, ich wurde jetzt am Schluss nicht so schnell in meiner Kommunikation. Sobald es mit mir durchgeht, wenn ich mich gefunden habe, was mich eben inspiriert, dann kann ich da, werde ich immer ein bisschen schneller in meinem
Profiling sage ich immer so, ich habe eine größte Schwäche und das ist, kann ich ab und zu ein bisschen schnell reden oder auch nicht mehr so deutlich. Aber ich werde mich groß daran konzentrieren, dass das eben jetzt bei dir nicht passiert. Aber ich habe gemerkt, beim Podcast ab und zu, da geht es mit mir durch und ich werde da ein bisschen schneller kommunizieren. Falls das geschehen ist, du das nicht was verstehst, dann schreib mir doch bitte. Würde mich interessieren, wie dir mein Podcast gefallen hat. Darfst gerne ein Feedback geben. Würde mich echt freuen und dass das auch viele andere Menschen finden im Internet. Erzähl darüber, schick es deinen Freunden, das darfst du machen. Das ist ein Geschenk von mir an euch, damit ihr euer volles Potenzial findet. Ich mache jetzt ja über ein Jahr Podcast und ich möchte doch mal Erfahrung bringen, wie euch das gefällt, was ihr bereits schon gelernt habt, wie ihr das umsetzt, das dürft ihr mir gerne sagen. Ich freue mich über dein Feedback, da würde mich natürlich riesig freuen, weil das bringt mich immer weiter. Heute gab es um das Vertrauen, war mir wichtig, auch dieses Segment herauszubringen. Eigentlich mache ich das sonst nur in meinen Seminars, wo ich wirklich tief danach hineingehe, wie das zustande kommt, wie das Ganze funktioniert. Habe auch David Kurse besucht in der Visualisierung. Im letzten Kurs fanden die Menschen das wirklich toll, wie ich hier die Plakate male. Ich gestalte mit dir ein Plakat, wo du eben die linke und rechte Hirnhälfte ganz einfach einsetzt. Das hatte ich auch mal gelernt, damit du so eben das Superlearning lernst, linke und rechte Hirnhälfte einbringen kannst, wie du Menschen animieren kannst. Und eben heute geht es für mich weiter in der Ausbildung. Für mich ist es wichtig, damit ich mich immer weiter ausbilden kann. Ich bin ein bisschen ein Mensch, ich darf mich auch antreiben, sonst wird es mir langweilig. Ich möchte gerne immer wieder mehr lernen. Ich könnte nicht 10 Jahre das Gleiche machen. Das ist für mich so, nicht schon wieder. Ich bin auch der jedes Seminar ein bisschen anders gestaltet, obwohl ich das schon einige Jahre jetzt mache, muss ich da immer wieder Neues reinbringen. Ich bringe immer wieder die neuesten Updates rein, damit auch die Menschen, die eben kommen, immer das Neueste lernen und Schüler, die ich da habe, die immer wieder das auch besuchen oder mich da begleiten als Superheld. Superheld sind Assistenten bei mir. Die sagen alle, das hast du schon wieder gemacht. Ah, das war auch spannend, dass du jetzt das hineingebracht hast. Das hörte ich jetzt zum ersten Mal. Und da wird es eben auch für diese Menschen nie langweilig und können da auch immer wieder profitieren. Das finde ich spannend, immer wieder neue Herausforderungen, sich selber zu stellen, mal was Neues zu machen, auszuprobieren. Das sind meine Bereiche, wo ich das lerne. Es ist ein Spielfeld, ein Tummelfeld, wo ich lernen darf, wo ich Neues lernen darf und wo soll ich es denn sonst machen? Also mache ich es in meinem Workshop, Seminars, in meinen Profilings, da setze ich doch das ein. Und das finde ich spannend. Wenn du das auch mal erleben möchtest, wie so ein Seminar bei mir ist, dann wirst du das ab nächstes Jahr erleben. Da werden wir ein Seminar wieder öffentlich und die biete ich da an. Werde mit einem starten, wo es um Persönlichkeitsentwicklung geht. Ja, es geht um Persönlichkeitsentwicklung. Das ist mir wichtig, damit wir mal zuerst bei uns schauen, wie finde ich einen Antrieb, was kann ich besser machen, wo sind meine größten Schwächen, wie werde ich damit diesen zum größten Experten, den es überhaupt gibt, und diese Inputs hineinzubringen, finde ich spannend, finde ich fantastisch. Das freut mich doch. Also, ich wünsche einen wunderschönen Wochenstart und bis bald. Dein Alex Horschler.